Hallo und hiermit grüße ich euch meine Lieblingsschüler. Beim Eintragen vom Code Crunch in eurem Itemshop erhöht sich euer Glück für die nächsten drei Klassenarbeiten und Tests um 80% und das ist wissenschaftlich bewiesen. Danke ihr Süßen, ich glaub an euch Couscous, aber ihr müsst auch drauf lernen Couscous. Crunch Roy Leute und heute gibt's mal die Only Drum Gun Challenge, also darf ich nur das neue aus dem Tresor zurückgekehrte Trommelgewehr benutzen. Von der ersten Sekunde an geht's direkt los und ich darf mit keiner anderen Waffe die gesamte Runde schießen. Währenddessen werde ich noch über das erste Teaserbild von gestern sprechen und meiner Theorie, was in der Season 9 passieren könnte. Also wird's heute wieder äußerst interessant und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann nutzt heute nochmal die Gelegenheit und ändert das, denn in Season 9 werde ich euch auch wieder im Battle Pass mit allen Herausforderungen bis Level 100 begleiten. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Only Drum Gun Challenge. So, und ich habe mir gedacht, wir machen heute mal eine Challenge. Gab's ja schon länger nicht mehr. Nämlich nur mit dem Trommelgewehr gewinnen. Nur mit der Drum Gun oder der Tommy Gun, wie ihr sie auch immer nennen wollt. Und ich bin wirklich gespannt, ob ich es packen werde. Ich meine, sie ist schon echt sehr, sehr stark. Ich habe es gestern gesehen. Wir sind hier wieder in Arena am Start. Und ich will mit euch auch noch ganz wichtig darüber reden. Über einfach die Season 9. Was dort so passieren könnte. Was meine Theorie zu dem Ganzen ist. Was jetzt passiert ist und wie es weitergeht. Nämlich haben wir ja gestern das erste Teaserbild erhalten. Zwei weitere werden noch folgen. Und auf diesem Teaserbild kann man sehen, dass es relativ futuristisch zugeht. Würde ich es nennen. Komm schon, ein Schuss. Yes, wir haben ihn. Okay, und die zweite Tommy Gun haben wir sogar auch noch. Heilsachen dürfen wir uns natürlich von Gegnern nehmen. Und genau, also auf dem ersten Teaser-Bild sieht man ein relativ futuristisches Bild. Und Tilted Towers und Retail Row haben ja immensen Schaden während dieses Events erlitten. Aber bei beiden Städten steht noch was. Also hier steht ja das neue Gebäude noch und in Retail Row ist nur echt die Shopping Mall weggegangen. Sprich, diese ganzen Läden, wo man eben was einkaufen konnte. Und Epic Games weiß ja ganz genau, dass es die Lieblingsstädte der Spieler waren. Und meine Theorie zu dem Ganzen ist jetzt, dass sie diese Städte nochmal ganz neu designen werden. Das heißt, eventuell könnte es sein, dass hier viel futuristischere Sachen jetzt reinkommen. Hier ist noch irgendwo einer. Es könnte auf jeden Fall meiner Meinung nach echt gut sein. Hier. Endlich habe ich die erwischt. Sind sogar zwei Leute noch. Jawohl, nochmal zwei Kills oben drauf. Und nochmal eine Tommy Gun. Perfekt. Genau, und das ist einfach meine Theorie zu dem Ganzen, was wir eben bis jetzt wissen, dass eben die Städte so ein bisschen neu designt werden, dass sie auf jeden Fall wieder aufgebaut werden. Ich denke mal, die linke Seite bei Retail wird genauso bleiben, aber die rechte, wo die Läden eben waren, kommen da viel futuristischere Läden und so hin. Und ich würde euch heute nochmal bitten, einfach den Kanal zu abonnieren, denn wenn ihr das macht, habt ihr safe Level 100 im Battle Pass in der Season 9, denn ich helfe euch immer bei allen Herausforderungen, wisst ihr ja. Und was ihr noch natürlich habt, ist immer diese Hilfe. Ihr wisst immer, wie sie echt easy gehen. Oh, er ist jetzt hier relativ im High Ground. Versuchen hier hochzugehen. Und deswegen, Leute, knallt heute echt nochmal ein Abo raus, ich sag's euch. Okay, wir sind gut drin. Boah, hier. Okay, wir haben ihn. Ein Glück. Hier versucht einer komplett runterzuballern, glaube ich. Wir müssen schnell runtergehen. Hier war nämlich noch irgendwo jemand in der Nähe. Nur ich weiß jetzt nicht genau wo. Hier hinten, guck mal. Ein 14er Hit immerhin, Leute. Ein 14er Hit macht auch Mist, wenn man da mehrere 14er Hits drauf trifft. Okay, er will mich snipen oder keine Ahnung. Wir gehen ein bisschen weiter hin. Okay, let's go. Wir haben ihn. Oh, er hat uns mit der Pyramide gut gecountet. Okay, jetzt einfach mit der Tommy Gun durch. Let's go, Leute. Los, 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 los. Guck mal, er kann gar nicht mehr bauen. Er ist sowas von verwirrt von der Taktik hier. Und hier auch nochmal drauf. Einfach komplett durchsprayen mit den Tommy Guns. Oh, und es hat schon wieder geklappt. Das ist einfach viel zu stark, aber die Spieler wollten es so, Leute. Die Spieler wollten die Tommy Gun wieder zurückhaben. Und hier ist sie auch wieder. Also ich feiere es sowas von. Merkt ihr, glaube ich, einfach auch schon, wenn ich jetzt hier wieder Challenges und so weiter bringe. Sehr, sehr geil auf jeden Fall von Epic Games, das wieder ins Spiel gemacht zu haben. Und hier unten ist sogar auch nochmal einer. Und Leute, okay, der war echt komplett lost, Leute. Der hat gar nichts gemacht. Aber solche Gegner muss man auf jeden Fall auch mal bekommen.
Oh, hier ist nochmal einer. Oh, ich habe nur noch eine Tombi-Gun. Komm, da muss jetzt alles treffen. Oh, jawohl, haben wir auch. Okay, jetzt haben wir auch wieder einigermaßen Munition mit den Dingern. Ich werde mir hier noch den Jack-Jack rauslassen. Wir bleiben, glaube ich, bei der Triple-Tombi-Gun. Ich glaube, das reicht. Und schreibt mir auf jeden Fall mal noch in die Kommentare, was ihr von dem Ganzen haltet und was ihr vor allem denkt, was passieren wird zu Season 9. Ich meine, es ist sehr, sehr wenig bekannt zurzeit. Was man einfach sagen kann, ist, man kann momentan nur Theorien machen zu dem Ganzen. Jetzt hier, Alter, das ist unglaublich hart einfach, Mann. Wenn man mit der Tommy-Gun auf den Baller ballert, die sind innerhalb von Sekunden komplett dezimiert. Das geht echt zu hart. Okay, haben wir auch. Und der hat uns sogar die Tommy-Gun hier noch übrig gelassen, haben wir noch mehr Munition. Aber so richtig viel Munition haben wir jetzt mit den Dingern auch nicht. Würde mich, wie gesagt, wirklich auch sehr interessieren, was ihr zu der ganzen Sache denkt. Denkt ihr, Greasy Grove vor allem taut auch mal wieder auf in der nächsten Season? Oder denkt ihr, das wird noch vereist bleiben? Ich meine, dieser Eisberg ist ja jetzt auch schon gecrackt. Und wir müssen hier umgehen runter. Denn irgendjemand schießt auf uns von hier hinten. Oh, der ist hier in der Festung drin. Okay, jetzt habe ich ihn gesehen. Oh, der hat mir harte Hits gegeben. Jetzt kommt er sogar auch noch. Okay, den muss ich jetzt echt noch packen. Oh, was ein Laser. Der Crunch Laser ist back, Leute. Und der hat ihn hier komplett wirklich wegradiert. Also schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr zu der ganzen Sache denkt. Denkt ihr, Greasy Grove wird auftauen? Und denkt ihr vor allem, dass sich in den Städten was tun wird? Also in Tilted Towers und in Retail Row. Denkt ihr, die werden wieder aufgebaut? Also ich denke auf jeden Fall, da muss was passieren. Oh, das war gut. Das war super. Aber wir haben hier einen Baller bekommen. Das ist eigentlich echt sogar noch besser, wie jetzt mit der Kanone hier zu holen zu gehen. Weil dort können wir uns einfach viel schneller bewegen. Was auf jeden Fall auch sehr gut sein kann, ist einfach, dass dieser riesige Polar Peak Eisberg hier komplett zersplittern wird. Weil nach diesem Einschlag sind natürlich schon die riesigen Kratzer drin. Da denke ich auf jeden Fall wird auch noch was passieren. Und ich hoffe halt wirklich, die hauen nochmal richtig geile Designs hier für die Städte raus. Okay, hier. Einfach weiter drauf, einfach weiter drauf. Yes! 12 Kills jetzt hier schon bei der Challenge. Es gab ja echt eine lange Zeit jetzt keine Challenges mehr hier auf dem Channel. Und eventuell können wir ja hier die 10.000 Likes hinbekommen. Ich denke, das ist nicht zu hoch angesetzt. Und dann werde ich mal schauen in naher Zukunft, was ich noch machen kann zum Thema Challenges. Hier unten ist übrigens auch noch einer, den gehen wir jetzt auch noch holen. Läuft hier gerade in den Berg runter. Und langsam bin ich auch auf diesem Account in Arena relativ weit oben angekommen wieder. Es geht aber auch echt schnell, wenn man da ein bisschen zockt. Man ist super schnell auf 200 Punkten auf jeden Fall. Ich weiß jetzt gar nicht, wo der Typ hin ist. Hier unten läuft er. Wir werden ihn genau hier abfangen. Da fangen wir ihn ab. Oh, miese Zeiten. Er hat echt gedacht, ich wäre noch im Border drin. Aber dann war ich schon mit der Tommy Gun auf seinem Kopf drauf. Und es ist geschehen. Wir haben ihn auch noch. Wenn wir jetzt noch alle Kills bekommen, könnten wir vielleicht eine 17er Round hier machen. Wäre geil auf jeden Fall. Ich werde sehr offensiv spielen noch bis zum Ende jetzt. Okay, ist wohl nicht mehr möglich. Da ist dort jemand noch gestorben. Aber hier hinten haben wir auch noch einen. Auf der anderen Seite des Greasy Grove Sees. Einfach drauf. Einfach drauf, Leute. Nicht mehr aufhören. Einfach komplett alle Tommy Guns schön entleeren auf ihm. Er ist hier irgendwie schon relativ weit hinten. Oh, okay. Er hat das gut gemacht. Oh, und jetzt ist echt nur der letzte da. Der wurde mir leider geklaut. Das tut mir echt leid. Jetzt können wir nur noch 14 Kills machen. Oh, er muss... Er ist hier ganz oben mit dem Bogen. Wir müssen jetzt diesen riesigen Polar Peak Eisberg noch erklimmen. Ohne, dass er uns hier erwischt. Weil wenn er uns einen Pfeil drückt, ist unser Baller down. Er hat nicht mehr viel Leben. Aber wir werden hier diesen Berg erklimmen und uns diesen epischen Sieg holen, Leute. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich werde ihn jetzt einfach wieder so offensiv rushen. Oder hat er sich schon aus dem Staub gemacht? Ach, da ist er. Okay. Let's go, Leute. Wir gehen voll auf ihn mit dem Baller. Guck mal, er macht gar nichts. Ah, jetzt ballert er. Das ist uncool, das ist uncool. Ich versuche ihn mit dem Baller so ein bisschen zu terrorisieren. Vielleicht können wir ihn so killen.
Aber ich glaube, der macht gar keinen Schaden mehr an Spielern, ne? Das ist das Problem. Na komm. Komm, geh runter hier den Eisberg. Ich will ihn runterpushen. Oder in die Zone mit dir. Eins von beiden. Was willst du machen? Ab in die Zone! Wisst ihr, was hier fehlt? Meine legendäre Tanzpappe. Man kann sie aufstellen und darauf tanzen. Side up. Yeah. Yeah. Okay, genug getanzt. Wir haben noch einen Gegner hier zu erledigen. Ich gönne mir hier noch den Jug-Jug ganz in Ruhe. Da ist er, Leute. Da versteckt er sich. Boogie down. Boogie down. Boogie down. Boogie down. Juhu. Und wir gönnen ihn uns. 14 Kills, Leute. Die Tanzmatte natürlich nicht vergessen. Ich hoffe wirklich, die Only Drum Gun Challenge hat euch gefallen. Lasst mir dafür sehr gerne ein Like da. Vergesst bitte auch nicht, meinen neuen Supporter-Creator-Code CRENCH noch einzutragen, bevor die neue Season beginnt. Ich wäre euch unendlich dankbar. Ein Abo ist auch immer gern gesehen. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Euer CRENCH Royal.